Terminkopf zu nennen. Seitens des Bundes gibt es Bestrebungen zu einer Reform der Krankenhauslandschaft. Wie genau die aussieht, darum wird noch gerungen. Aber es wird vermutlich eine geben und in diesem Rahmen werden sich auch unsere Krankenhäuser bewegen. Das Kreiskrankenhaus Frankenberg befindet sich schon seit vielen Jahren in der Trägerschaft des Landkreises. Leider meist defizitär und finanziert über Mittel aus dem Kreishaushalt. Zusätzliche Zuschüsse aus Landes- oder Bundesmitteln sind ob der angespannten Haushaltslagen eher nicht zu erwarten. Und weiterhin wird auf vielen Ebenen darüber diskutiert, welche Leistungen wo sinnvoll sind. Der Trade-off, oder auf Deutsch der Zielkonflikt, liegt hier meist zwischen Rentabilität und dem gesundheitlichen Leistungsangebot. Also, was leiten wir daraus ab? Ableitung und großes gemeinsames Ziel sollte der Zusammenschluss der Kliniken in Korbach und Frankenberg sein. Und wir als FDP-Fraktion bekennen uns zu diesem Zusammenschluss der Kliniken in Frankenberg und Korbach und wollen diesen positiv begleiten. Aber wir sagen, der Zusammenschluss muss vom Ende her gedacht werden. Das Signal soll lauten, wir wollen die bestmögliche Gesundheitsversorgung an den Standorten Frankenberg und Korbach. Durch Synergieeffekte in der Organisation sollen sich Kosteneinsparungen einstellen. Was das ärztliche Leistungsangebot angeht, so sollten die Verhandlungen ergebnisoffen geführt und keine Vorfestlegungen getroffen werden. Für wichtig erachten wir, dass die Öffentlichkeit und wir als Kreistag hier auch zeitig informiert werden und keine Nebenschauplätze eröffnet werden. Wie wichtig die Gesundheitsversorgung durch die Krankenhäuser vor Ort ist, das geht uns, und wenn wir heute in die Tagespresse der AfK hat ein Statement zu gesagt, geht uns hier alle an. Die Bürger, die Rahmenbedingungen im Landkreis und uns vor allen Dingen auch aus der Politik. Wir fordern daher ein transparentes Verfahren, einen regen Informationsfluss und kämpfen für zwei gute Standorte der Gesundheitsversorgung in Korbach und Frankenberg. Vielen Dank. Vielen Dank für die Begründung. Als erster redet heute der Landrat. Ja, sehr geehrter Herr Betz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf erstmal Danke sagen Richtung der FDP-Fraktion für das klare Bekenntnis zum Erhalt der stationären Versorgungsstrukturen im Landkreis Rheinland-Frankenberg und gleichzeitig für das Signal, den eingeschlagenen Weg mitzugehen. Ich habe allergrößtes Verständnis dafür, dass Informationsbedarfe bestehen und für ein transparentes Verfahren natürlich auch der Wunsch formuliert wird. Das ist natürlich auch naheliegend, auch dem Projekt auch durchaus angemessen. Ich will aber ganz kurz den Spannungsbogen nochmal zeichnen. Wir haben uns dem Thema angenommen in einer sehr frühen Phase der sich abzeichnenden Krankenhausstrukturreform und haben uns bewusst frühzeitig auf den Weg gemacht, haben viele zu Beginn adressiert, ob es die Betriebsräte sind, ob es das Führungspersonal in den Häusern ist, ob es die Verwaltungsorgane in den Gremien ist. Das haben wir ja soweit angestoßen, wohl wissend, dass der Plan erst noch kommt. Dieses Dilemma, dieser Abwägungsprozess, kommunizieren wir erst dann, wenn der Plan fertig liegt und vorliegt, versus die Entscheidung für eine frühzeitige Beteiligung haben wir uns für den ersten Weg entschieden. Ich halte den für richtig und auch wichtig. Das heißt, die Bitte auf transparente Diskussionen, insbesondere auch im Kreistag, natürlich werden wir dem entsprechen. Ich will das auch gleich kurz skizzieren. Aber zunächst einmal zu dem beschriebenen Handlungsdruck. Das kann ich nur bestätigen. Das Bild ist zutreffend beschrieben. Wir stehen vor einer großen Strukturreform des Bundes, die kann man mögen oder auch nicht. Sie wird aber kommen und Details sind natürlich noch auszuschärfen, auszuverhandeln. Und da gibt es auch durchaus einen Streit, einen politischen Streit zwischen Bund auf der einen Seite und den Ländern auf der anderen Seite. Aber sie wird kommen, also müssen wir handeln. Unabhängig davon müssen wir aber auch so handeln, weil wir haben ein Strukturproblem. Ich will das nur mal kurz umreißen, deshalb gibt es ja auch diese Krankenhausreform, nämlich aus guten Gründen gibt es die. Wir haben auf der einen Seite ein Ressourcenproblem, das ist zum einen die Beanspruchung der Finanzmittel, wir sind nicht ansatzweise kostendeckend unterwegs. Wir haben aber auch ein weiteres breites Ressourcenthema, was wir nicht unterschätzen dürfen, wir haben das Personal nicht. Wir haben weder die fachärztliche Versorgung in der Breite, wie wir sie benötigen, noch bekommen wir das Pflegepersonal. Und wenn wir mal nach vorne schauen, wird sich diese Bedarfssituation auch noch zuspitzen. Das ist das Ressourcenthema auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Rückgang der Nachfrage in den Häusern. Auch das müssen wir in den Blick nehmen. Das führt insgesamt zu einer strukturellen
Disbalance im System, mit denen müssen wir uns stellen. Deshalb haben wir uns frühzeitig auf den Weg gemacht, gemeinsam Kreis und auch Stadt Korbach als ein weiterer Träger eines kommunal geführten Hauses in der Region, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, unter diesen Rahmenbedingungen ein möglichst optimiertes System zu entwickeln, das eben sicherstellt, dass wir in der Fläche auch weiterhin gute, aufgestellte, stationäre Angebote für die Zukunft auch haben werden. Das tut sich gut, weil das Landhessen sieht das auch so. Beide Häuser haben einen Sicherstellungsauftrag und den werden wir auch in besonderer Weise Rechnung tragen. Das Thema ist nicht so ganz trivial. Historisch betrachtet kann man das daran ablesen, dass wir gefühlte 10 bis 15 Anläufe unternommen haben, die regelhaft immer wieder gescheitert waren. Wir haben, ich will es kurz skizzieren, zum einen die Herausforderung, dass wir diese strukturelle Disbalance irgendwie in den Griff bekommen müssen. Wir müssen auf der einen Seite sehen, dass wir die Ressourcen effizienter organisieren, aber wir müssen auch in der neuen Planwirtschaft ankommen, die sich da entwickelt. Wir kommen aus der Planwirtschaft, die wird gerade eben mal neu aufgesetzt und dort sind wir nicht völlig handlungsfrei und das gilt es in den Blick mitzunehmen. Die dritte Herausforderung ist auch wieder ein zeitliches Momentum. Der Masterplan steht noch gar nicht. Der Bund hat sein letztes Gesetz noch nicht verabschiedet. Wesentliche Ausführungsbestimmungen fehlen. Deshalb hat das Land Hessen auch noch die Krankenhausplanung nicht entwickeln können. Auch das beschreibt, dass wir noch recht frühzeitig unterwegs sind, trotzdem handeln müssen und gemessen daran, glaube ich, sind wir auch mit einem sehr zügigen Prozess unterwegs. Die wesentliche zentrale Lösung, aber das müssen wir uns, glaube ich, auch im Klaren werden, das ist sehr wichtig, die Zeiten von Häusern dieser Größenordnung allein ohne Anbindung an andere Strukturen, die Zeiten sind vorbei. Das ist nicht zu organisieren. Das Ressourcendilemma, was ich eben beschrieben habe, kann ein Krankenhaus in Frankenberg, kann auch ein Krankenhaus in Korbach alleine nicht lösen. Deshalb ist die Kooperation zwingend und dort sehen wir auch die Chancen, tatsächlich auch das angestrebte Ziel, Aufrechterhaltung der stationären Versorgung auch hinzubekommen. Ganz wichtig ist auch, dass wir nicht nur die Ressourcen zusammenlegen müssen, wir müssen eben immer auch an die neue Planwirtschaft denken. Selbst wenn wir es wollten und sagen, wir ignorieren mal, dass das alles sehr viel Geld kostet und dass wir das Personal nicht haben, uns wird nur die Entscheidung abnehmen, weil es wird gesteuert über Fallzahlen, über Qualitäten, über Vorhaltungen und dort müssen wir einen klugen, smarten Plan entwickeln. Das wollen wir tun. Da stehen aber auch Chancen drin. Also nicht nur Rolltöne möchte ich heute in den Mittelpunkt stellen. Zum einen müssen wir und wollen wir ja für beide Standorte ein zukunftsfähiges System entwickeln und damit auch die immer wieder im Raum stehenden Fragezeichen beantworten. Wie geht es denn weiter mit der stationären Versorgung? Wir brauchen jetzt ein Modell, was nachhaltig ist und auch Ruhe in den Prozess kommt. Wir müssen, und das ist aber auch ein Ziel, das wir nicht vernachlässigen sollten, wir müssen auch die kommunalen Haushalte wieder entlasten. Wir müssen die ökonomischen Ergebnisse beider Häuser wieder besser hinbekommen. Dauerhaftes Subventionieren in der Größenordnung aus den kommunalen Haushalten ist keine Lösung. Eine weitere Chance sehe ich aber auch darin, dass wir die Strukturen nochmal neu ordnen. Wenn wir darüber sprechen, dass wir die Ressourcen effizienter planen, dann heißt das nicht nur sparen. Das ist auch die Möglichkeit, wechselseitig voneinander zu profitieren. Also eine Diversifizierung des Leistungsspektrums haben wir als Plan uns vorgenommen. Das hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, wie klug wir diesen Plan entwickeln. Also, dass wir Dienstleistungen an beiden Häusern anbieten, eben nicht an 7 Tagen in der Woche, aber doch so in der Fläche, dass wir auch in der Breite des Spektrums uns sogar vielleicht hier und da werden verbessern können. Ich will kurz zum Abschluss auf den Zeitplan mal eingehen. Der ist jetzt tagesaktuell eingeschärft worden. Wo stehen wir? Wir haben jetzt entschieden, dass wir ein Planungsbüro beauftragen, uns bei der Medizinstrategie für beide Häuser zu unterstützen. Das war immer schon kommuniziert. Der Auftrag wird Anfang nächster Woche herausgehen. Die Bietergespräche waren soweit konstruktiv und erfolgreich. Der Plan ist, super ambitioniert in der Dezember-Sitzung im Kreistag dann ein Konzept vorzulegen. Das muss mit allen Beteiligten erarbeitet werden. Schneller wird es nicht gehen. Das Jahr 2025, wenn wir denn als Kreistag gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung in Korbach
den Weg freimachen für die Fusion, ist dann gekennzeichnet durch sehr viel handwerkliches Arbeiten. Der Transaktionsprozess muss organisiert werden, also wie führen wir denn beide Häuser soweit zusammen. Auch der Zeitplan ist überaus ambitioniert, das kann hier und da noch kritisch werden. Wichtig ist aber, dass wir das im Dialog mit allen Beteiligten führen wollen und das ist mir sehr wichtig, insbesondere mit beiden Mannschaften. Wir haben das aber, glaube ich, ganz gut soweit auch angestoßen. Und danach fängt die Phase 3 und die eigentliche Arbeit an, wenn denn das alles soweit erfolgreich umzusetzen sein wird. Ab 2026 geht es dann, die eigentliche Transformation anzustoßen. Das wird auch Zeit beanspruchen, das wird Geld kosten, das gehört soweit mit dazu, damit wir es schaffen, aus zwei Krankenhäusern ein Krankenhaus an zwei Standorten machen. Das muss der Lösungsrat sein. Deshalb die herzliche Bitte Richtung der Fraktionen, diesen Kurs so mitzutragen. Vielen Dank. Erste Wortmeldung, Herr Hartmann. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Landrat, liebe FDP-Fraktion, erstmal vielen Dank für den Antrag zur Aktuellen Stunde und die Begründung eben, denn wir hatten das die Tage ja schon, lieber Bastian Belz, du hast es angedeutet, in den letzten Tagen schon mal bilateral besprochen, wie die Argumentationslinie sein wird. Und dazu muss man ganz ehrlich sagen, dass wir uns da, denke ich, und das werden, glaube ich, die Redebeiträge, die anschließend folgen werden, zeigen, dass die breite Mitte dieses Hauses sich einig ist, dass wir die Krankenhauslandschaft Waldeck-Frankenberg gemeinsam gestalten wollen, so wie es der Landrat gerade skizziert hat, nicht nur für den Südkreis, sondern auch für Korbach, für den Nordkreis, aber auch für die Ostseite, die wir hier im Landkreis haben, dass wir für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landkreises die beste medizinische Versorgung vorhalten können, die wir uns selbst auferlegen und die es geben wird. Das ist das Wesentliche, was uns als CDU das Wichtigste ist an dieser Stelle, das ganz am Anfang. Herr Landrat, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Sie, an den Kreisausschuss, den Aufsichtsrat des Kreiskrankenhauses für den Weg, den Sie eingeschlagen haben, mit den Gesprächen mit Korbach so weit voranzukommen, dass wir endlich mal auf einem Weg sind, auf Augenhöhe zu sprechen. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt, dass man auf Augenhöhe sprechen kann, sowohl für die Frankenberger Seite wie auch für die Korbacher Seite, dass wir dort auch weiter vorankommen. Ich kann da bisher in dem Prozess nicht erkennen, dass das nicht der Fall war. Vor dem Hintergrund herzlich Dankeschön, dass das bisher so gut funktioniert hat. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich eines sagen. Ja, der Informationsfluss mag nicht der beste gewesen sein in den vergangenen Wochen, das ist so. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist auch ein ganz heikles Thema. Und wenn ich dann, wie wir auch im Finanzausschuss hören durften, wenn man da mitbekommen kann, dass der Landrat und der Kreisausschuss sich schon aufgemacht haben, die Bürgerinnen und Bürger mitzubekommen, dass es letzte Woche Termine gab mit allen Bürgermeistern, Stadtverordnetenvorstehern, Fraktionen, querbeet, der in Battenberg stattgefunden hat, dann ist das schon ein gewisses Maß an Transparenz, was gut ist und wo Informationen geflossen sind. Der Presse konnte man einige Dinge entnehmen, das ist auch der Fall, aber machen wir uns mal auch mal nichts vor. Wir reden jedes Jahr gefühlt über das Kreiskrankenhaus in Frankenberg hier an diesem Pult. Mal gute Dinge, mal schlechte Dinge, überwiegend schlechte Dinge. Und dass man es nicht zerreden darf an dieser Stelle, ich denke, da sind wir uns auch einig, deswegen sind wir uns auch nicht so richtig einig mit heute mit der Aktuellen Stunde, das sage ich ganz deutlich, denn der Landrat hat angekündigt, dass es sowieso im Dezember auf die Tagesordnung kommen muss, das Thema, und dass wir dann auch inhaltlich mal drüber sprechen können. Denn das Einzige, was wir heute machen können, wir beschreiben, wie schön die Dinge sind. Aber entscheiden können wir heute nichts. Das heißt es dann auch, liebe FDP, dass Sie hier rein mal auf Kreisebene geschlossen halten müssen und dass Sie nicht rumlaufen durch den Südkreis und Ängste schüren. Das gehört zur Wahl an der Stelle dann auch dazu. Denn soweit ich weiß, ist im Kreisausschuss und reden wir noch im Aufsichtsrat des Kreiskrankenhauses. Also insofern haben Sie zumindest auch schon Informationen, die es geben soll. Man muss dann auch dazu sagen, wir warten, ich weiß nicht wie lange, Herr Landgraf,
auf den Bund, dass es endlich mal vorangeht, dass wir die Gesundheitsreform, die Krankenhausreform in Deutschland bekommen. Das ist ja nicht nur ein Problem von Baden-Württemberg oder von Hessen. Das betrifft ja ganz Deutschland. Das gefühlt jeden Tag in der Tagesschau. Dann bitte, liebe FDP, sorgen Sie mal dafür, dass die Reform endlich kommt in der Bundesregierung. Das gehört zur Wahl dann auch dazu. Es kann nicht sein, dass die Kommunen hier in Deutschland, dass die Kommunen das alles auffangen müssen. Der Landwirt hat es gerade beschrieben. Ich will darauf hinaus und ins Detail da gar nicht eingehen. Wichtig ist doch, dass wir es gemeinsam machen. Der Bund, die Länder, die Landkreise und mit den Kommunen, die wir hier bei uns in Baden-Württemberg haben, betrifft aber der Strecke ganz Hessen und ganz Deutschland. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir müssen uns da so ehrlich machen, dass wir so aufrechterhalten, dass wir für die Menschen, die hier leben, die beste Gesundheitsversorgung behalten und weiter ausbauen können. Da dreht sich die Welt auch ein Stück weiter. Und wenn wir da auch mal schauen, wie viele Rettungswachen wir geplant haben und gebaut haben in letzter Zeit. Ja, das gehört zur Wahl dann auch dazu. Es nutzt ja auch nicht, dass wir gute Krankenhäuser haben, aber es kann uns keiner abholen. Der Rettungswagen kann nicht rechtzeitig da sein. Ja, auch darum müssen wir uns als Landkreis kümmern. Und das ist auch ein Thema, was der Landkreis hier mit dem Kreisausschuss sehr, sehr gut in den letzten Jahren gemacht hat. Bitte zum Schluss kommen, die 5 Minuten sind. Jawohl, Herr Vorsitzender, ich komme zum Schluss. Also, ganz am Ende, und da sind wir uns, das habe ich zumindest lieber Bastian, deinen Worten aufmerksam zuhören dürfen, einig, wir wollen die beste Versorgung. Die CDU Baden-Württemberg möchte die beste Versorgung für alle Menschen, die hier im Landkreis leben. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und deswegen mache ich zumindest Kommunalpolitik, um genau das zu erreichen. Und ich denke, dann wollen wir da in Zukunft auch weiter dran arbeiten und bitte nicht zerreden, sondern sachlich orientiert arbeiten. Herr Landrat, das ist uns ganz, ganz wichtig und da werden wir Sie weiter auf dem Weg unterstützen. Vielen Dank. So, der nächste Redner ist Herr Patzer und dann habe ich Herrn Ginder und Herrn Stoiber auf meiner Liste. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, immer wieder, oder sagen wir mal alle Jahre wieder, wird das Kreiskrankenhaus in Themen der Kreistagssitzung thematisiert, aber nicht nur in Themen der Kreistagssitzung, sondern darüber hinaus natürlich auch ganz häufig im privaten Umfeld. Es wird über Arbeitsplätze gesprochen, es wird über die Versorgung gesprochen der Patienten. Und ich höre immer, wenn ich jetzt so auch Herrn Hartmann jetzt zum Schluss gehört habe, immer so ein bisschen, ja, ihr müsst mal im Bund ein bisschen gucken, dass das funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Land seit geraumer Zeit fehlende Investitionen haben, die Krankenhäuser dort auch an den Rande des Ruins gebracht haben. Insofern ist diese Länder-Bund-Diskussion und auf wem schieben wir jetzt was und wer ist für was zuständig, ein bisschen mühsam. Und an der Stelle, denke ich, sollten wir jetzt hier an der Stelle um das Haus selber reden, um die Häuser in Frankenberg und in Korbach. Und ich glaube, die Fusionsbestrebungen der letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass im Prinzip meine Fraktion mittlerweile sehr froh ist, dass es mittlerweile einen Konsens gibt, in der breiten Mitte in Anführungszeichen, dass wir dieses Haus oder diese Häuser, die Gesundheitsversorgung in Waldeck-Frankenberg nicht mehr privatisieren wollen, sondern dass wir die Häuser in kommunaler Trägerschaft halten wollen, dass wir die fusionieren wollen, dass wir die zusammenbringen wollen und dass wir die stärken wollen. Das war nicht immer so. Ich erinnere mal daran, dass es da durchaus auch andere Überlegungen gab, die Häuser zu verkaufen. Und da sind wir sehr froh, dass wir von diesem Punkt wechseln. Auf die Ängste ist eingegangen worden. Was sollen wir tun mit Ängsten der Bevölkerung, Ängsten der Patienten, aber natürlich auch Ängsten der Mitarbeiter? Und da sind wir überzeugt, dass wir das schaffen, wenn wir die Kollegen und die Bevölkerung und die Patienten ernst nehmen, wenn wir auf die Bedürfnisse eingehen und nicht, wenn wir irgendwelche Umfragen starten, die inhaltlich aus unserer Sicht noch höchst umstritten sind. Des Weiteren sind wir der Meinung, dass die aktuelle Situation sowohl in Korbach als auch in Frankenberg dazu führen muss, nachzudenken, wie es weitergehen soll. An der Stelle kann ich nur sagen, ein Blick auf den jetzigen Landkreis und da auch nochmal unser herzliches Dankeschön an Herrn
Van der Horst und an Herrn Frese, dass wir die Informationen doch recht zeitnah bekommen haben, zumindest in den Gremien, in denen ich sitze, sehr zeitnah bekommen habe und vielleicht ein bisschen auch die Idee oder ein bisschen Rücksicht darauf, dass man nicht alles komplett, was man im Kleinen erstmal vorbespricht, weil es gibt ja doch einiges, was auch vorzubesprechen ist, ohne dass es gleich zerredet wird, bin ich sehr froh, dass wir jetzt in die Öffentlichkeit gehen und dann in die Öffentlichkeit gehen mit wirklich Ideen, wie es weitergehen soll in Waldeck-Frankenberg und nicht irgendwie mit pauschalen Aussagen. Die Betriebsräte, so habe ich gehört, sind sich schon recht einig, was die Zusammenarbeit angeht, haben wir auch schon in diversen Treffen zusammengesessen und sind sich dieser Sache sehr einig, dass wir hier in Korbach und Frankenberg ein gemeinschaftliches Krankenhaus aufstellen müssen. Ja, dankbar sind wir natürlich auch für die Unterstützung aus der Bevölkerung, das ist völlig klar. So viele Rückmeldungen, unabhängig jetzt von Unterschriftensammlungen, aber so viele positive Rückmeldungen aus den Parlamenten, so viele aus Vereinen, aus der Bevölkerung heraus, so viele positive Rückmeldungen auch an die Kollegen, ihr macht eine gute Arbeit, dass wir dort doch ganz guter Dinge sind, dass wir mit so einem breiten Rückhalt die Versorgung sowohl in Frankenberg als auch in Korbach zukünftig aufrechterhalten können. Ich bin sehr froh, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, meine Fraktion ist sehr froh, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und wir unterstützen das im positiven Sinne sehr und freuen uns auf alle, die diesen Weg mitgehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, der nächste auf meiner Redner ist der Herr Gehle. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kreistagsmitglieder, liebe Besucher des heutigen Kreistages. Dass wir heute eine Aktuelle Stunde abhalten, ist vermutlich dem Aktionismus eines Einzelnen geschuldet. Alle Fraktionen waren sich bei den vorangegangenen Beratungen einig, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Aktuelle Stunde abgehalten werden sollte. Zu groß wurde die Gefahr gesehen, dass durch falsche Berichterstattung die schon ohnehin angespannte Situation von der Fusion der beiden Krankenhäuser unnötig befeuert wird. Wie der Antragsteller bestätigte, wolle er Gerüchten entgegentreten. Womit denn? Der Kreisausschuss und die Fraktionssprecher sind erst am 31.10. zu einem aufklärenden Gespräch eingeladen, um umfassend aufgeklärt zu werden. Der Abteilungsleiter der Gesundheit des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration, Herr Stefan Südow, wird uns erst zu diesem Zeitpunkt informieren, welche konkrete Hilfe und Unterstützung die Landesregierung anbieten kann. Im Moment verfügen alle Kreistagsmitglieder nur über Halbwissen und kennen allenfalls die dazugehörigen Gerüchte. Wir alle im Kreistag nehmen das Thema viel zu ernst, um den Bürger jetzt Aktivismus vorzugaukeln, weil es viel zu verfrüht ist, jetzt Aussagen zu treffen, die den Betroffenen Klarheit verschafft. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Presse nicht an ihren Spekulationen beteiligt, Herr Bube von der FDP. Mir ist spätestens einen Tag nach unserer Sitzung klar geworden, warum Sie dies initiieren, Herr Rucker. Ein Tag später erscheint ein Zeitungsartikel der WLZ und kündigt Sie bereits zum dritten Mal für eine Direktkandidatur des Deutschen Bundestages an. Es ist Ihre Ampelregierung in Berlin, die für dieses bewusst gesteuerte Krankenhaussterben verantwortlich ist. Wie fatal diese Regierungsentscheidung sich für unseren Flächenlandkreis sich auswirkt, kann sich jeder ausrechnen. Ich würde sagen, Ihr Start in den Bundeswahlkampf 2025 ist hiermit gescheitert. Die FDP wird nach heutiger Sicht den Einzug in den Bundestag eh nicht mehr schaffen, denn es gibt bessere Alternativen. Ich bedauere es sehr, dies Ihnen so deutlich sagen zu müssen, aber in unserer Sitzung sind Sie ja noch nicht einmal auf den Kompromiss eingegangen, dass Landrat Van der Horst oder der erste Kreisbeigeordnete Frese im Vorfeld mit einem Statement zur Aufhellung beitragen. Sie wollten diese Aktuelle Stunde um jeden Preis. Und wenn Argumente bei Ihnen nicht zählen, dann muss die Wahrheit dazu beitragen, dies öffentlich zu machen.
Ihr FDP-Antrag ist nackter Populismus. Da haben Sie Ahnung von. Der nächste auf meiner Rednerliste ist Herr Stäuber. Herr Kreistagsvorsitzender, meine Damen und Herren, aktuelle Stunde heute für uns, und das haben die Vorredner eben auch schon so erwähnt, kommt sie zu früh. Uns fehlen Einzelheiten, wie die geplante Klinik Waldeck-Frankenberg genau aussehen soll. Es gibt viele Spekulationen, leider wurden sie auch bewusst gestreut, was wir sehr bedauern. Und wir hätten uns eine Diskussion zu späterer Zeit gewünscht. Aber nun denn. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es keinen hauptamtlichen Kreisausschuss. Und da möchte ich neben dem Landrat auch den ersten Kreisbeigeordneten erwähnen und danken, die sich so intensiv um die Gesundheitsbelange, um den Rettungsdienst, um den Krankenhaus gekümmert haben, wie die beiden Herren. Mit viel Ruhe, Besonnenheit, sachlichen Gesprächen wurde im Vorfeld daran gearbeitet, dass diesmal die Fusion oder die engere Zusammenarbeit der beiden Häuser in Frankenberg und Korbach nicht zerredet wird. Partnerschaftlich wurde aufeinander zugegangen, wurden die Gespräche gesucht, insbesondere zeitlich auch das Personal und der Betriebsrat, aber auch die Ärzteschaft eingebunden. Man machte sich sachlich auf den Weg und wir machen hier in Waldeck-Frankenberg wahrlich unsere Hausaufgaben. Beide bestehenden Einzelkrankenhäuser, das ist kein Geheimnis, haben ohne eine Veränderung so keine Chance auf eine gute Zukunft. Daher sehen alle Beteiligten, dass wir hier mit Ruhe arbeiten müssen und Störfeuer wirklich nicht gebrauchen können. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf das gemeinsam erarbeitete Konzept. Es wird Veränderungen geben, ja, aber wir sind überzeugt, dass die Gesundheitsversorgung sichergestellt wird. Sie wird sich verändern, wie in allen Landkreisen, aber wir hoffen, dass beide Häuser die Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen. Eine Botschaft noch Richtung Berlin und Wiesbaden. Wo immer Sie können, setzen Sie sich dafür ein, dass Gesundheitsversorgung und Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht abgeschaltet werden, dass man die entsprechenden finanziellen Mittel auch in kleinere Häuser lenkt. Denn wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, wir brauchen einen guten Rettungsdienst und das sollten wir nicht zerreden, liebe FDP. Ich hoffe, das war ein einmaliger Schuss. Dankeschön. Next auf meiner Rednerliste, Herr Rube. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Kritik an der Einreichung unseres Antrags zur Abhaltung einer aktuellen Stunde wundere ich mich doch so ein ganz klein bisschen, warum trauen wir uns eigentlich gegenseitig und untereinander so wenig zu? Teilweise auch parteiübergreifend, dass wir wirklich meinen, wir müssten ein schwieriges Thema, weil es ein schwieriges Thema ist, vorerst umschiffen. Die Kritikpunkte, dass das Konzept erst noch kommt und es dadurch konkreter wird, nehme ich an, auf jeden Fall. Das ist ein Punkt, natürlich, aber auch sonst haben wir doch bei Themen auch im Vorfeld das schon auf der Tagesordnung gehabt, haben darüber gesprochen, haben es begleitet und vor allem auch die Anliegen der Leute, es wurde ja eben sogar angesprochen, wie viele Mitglieder auch aus den Parteien, aus den Fraktionen von den Menschen angesprochen werden auf das Thema, das verdeutlicht doch nochmal die Berechtigung dieser aktuellen Stunde. Also ich hoffe, Sie hatten alle die Gelegenheit, in Ihren Fraktionen umfänglich auch darüber zu sprechen. Wir haben das gemacht und ich brauche doch gar nicht drum herum reden, dass es kontrovers zuging. Aber wir haben uns auf einer Linie geeinigt und wir sind uns einig, das was schon betont wurde, dass dieser Zusammenschluss, der geplant ist, absolut notwendig ist. Und ein Kompromiss ist die Kunst der Demokratie. Und welchen Kompromiss suchen wir und was sind die Ausgangsbedingungen? Das Kreiskrankenhaus muss seit vielen Jahren bezuschusst werden, damit der laufende Betrieb aufrechterhalten werden kann. Die Kosten dafür sind alles andere als unerheblich und für die Kreiskasse und es wurde
sich auch eine Zeit lang, das muss an der Stelle auch mal gesagt werden, vielleicht auch in der Vergangenheit davor gedrückt, das Thema frühzeitiger anzugehen. Jetzt ist der Druck gestiegen. Jetzt ist der Druck gestiegen. Die Krankenhausreform wurde schon angesprochen. Man kann sie bewerten, wie man will. Ich will auch nicht dazu übergehen, das pauschal den schwarzen Peter weiterzuschieben, denn Strukturprobleme und Effizienzprobleme bei Krankenhäusern machten eine Art Reform notwendig. Wie die nur angegangen wird, das kann man bewerten, wie man will, aber sie kommt. Sie kommt. Und da kommt dann auch unser Landkreis ins Spiel und nicht nur die Bundespolitik. Wenn man schaut, 2/3 der Krankenhäuser geben in Umfragen an, ihre wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht einzuschätzen. 2/3. Wenn wir uns umgucken, Blick nach Melsungen, nach Biedenkopf, das zeigt, dass die Zeit drängt und die Einschläge näher kommen. Und die einzige Option zum Erhalt ist meiner Überzeugung nach, unserer Überzeugung nach, eine wie auch immer geartete Zusammenlegung. Das ist Fakt, das ist die Ausgangslage, mit der wir hier in diese Aktuelle Stunde gehen. Das ist das, was uns allen klar sein sollte. Und wo ich nicht sicher bin, ob diejenigen, die in der Bevölkerung darüber sprechen, dieses Bewusstsein alle haben. Und die richten sich an ihre gewählten Vertreter mit Fragen und sagen, was sagt ihr dazu? Ist das so oder ist das so? Und genau das, was wir jetzt darauf auch hier mal antworten, auch im Vorfeld einer Beratung des Konzeptes, halte ich für gerechtfertigt. Da bleibe ich bei. Wenn zwei Strukturen und Wirtschaftseinheiten zusammengeführt werden, dann lässt sich Verwaltungsaufwand effizienter gestalten. Das ist ein Grundgedanke. Wenn wir mal schauen, Beispiele, kommunale Serviceverbünde. Ja, wenn ein Spezialfahrzeug angeschafft werden muss, was eine Gemeinde 10-mal im Jahr braucht und die andere auch, dann schafft man es zusammen an. Weil dann zum Beispiel auch der Fahrer oder Bediener dieses Fahrzeugs besser wird in dem, was er tut, weil er es häufiger macht. So ähnlich. Natürlich ist ein Krankenhaus und ist Gesundheit ein anderes Thema als ein kommunales Fahrzeug, ist mir auch klar. Aber der Grundgedanke, das Prinzip lässt sich doch übertragen. Und im Falle der Krankenhäuser geht es außerdem um Zuschüsse und mehr Qualität, wenn Fachärzte eine bestimmte Behandlungsart oder Operation häufiger, zum Beispiel pro Woche, durchführen können. Und als ein Landkreis, als Erinnerung, als ein Landkreis, wir wollen ja nachher auch noch feiern, haben wir den Vorteil, Gesundheitsversorgung und Qualität für den gesamten Landkreis zu denken. Und das, genau das tun wir. Für Frankenberg und für Korbach. Was beim Aufkommen der Gerüchte teilweise im Frankenberger Land, aber auch im ganz weit weg Frankenberg aufgefallen ist, war ein Klassiker der Erfassung dessen, was die Menschen wollen. Sie sind nämlich immer gleichzeitig Bürger und Konsument, auch beim Thema Gesundheit. Man nennt das den Consumer-Citizen Gap. Also als Bürger wollen wir alle, und ich glaube auch jeden, den man fragt, mindestens den Erhalt der Standorte exakt so, wie sie sind, besser noch einen Ausbau, eine Verbesserung. Das ist doch klar. Als Bürger wollen wir das alle. Aber als Konsumenten, und die Frage sollen sich dann bitte auch alle mal ehrlich selbst stellen, als Konsumenten gehen wir dann teilweise für Spezialbehandlungen nach Marburg, Kassel, Paderborn, Wiegel oder weiter weg. Komisch, oder? Da ist doch eine Lücke zwischen. Und absolut unsachlich. Und deswegen will ich eines der Gerüchte auch mal gezielt rausgreifen. Es wird ja eben gefragt, was wir denn antworten sollen. Ja, wir haben noch eine Antwort darauf. Also ein Gerücht, was reingemischt wird in die Debatte, ist, dass die Notfallversorgung gefährdet sei. Das ist Unfug. Das ist durch Gesetz garantiert. Also lass uns doch bitte bei diesem Zerrbild abrüsten. Jetzt habe ich einige Punkte, die ich nicht mehr schaffe. Wir brauchen mehr Spezialisierung in den Kliniken. Wir sind dem Landrat dankbar für seinen Mut, dieses Thema endlich anzugehen, nach vorne zu bringen. Wir wollen die bestmögliche Gesundheitsversorgung in beiden Häusern sichern. Das ist mit dieser Herangehensweise möglich. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächster auf meiner Rednerliste ist Herr Frömmrich. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, man soll über dieses Thema reden, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist auch im demokratischen Diskurs natürlich selbstverständlich, dass Fraktionen auch solche Themen auf Tagesordnungen setzen kann. Das ist, glaube ich, bei dem Krankenhaus und der Debatte um das Krankenhaus nicht das Thema. Die Frage ist aber, wann diskutiert man dieses Thema und mit welchem Hintergrundwissen diskutiert man? Und in einer Diskussion, ich weiß nicht, wir feiern nachher 50 Jahre Gebietsreform, ich glaube, die Hälfte dieser Zeit diskutieren wir über die Frage des Kreiskrankenhauses auch hier in Frankenberg. Und die Erfahrung zeigt uns doch, dass es immer gut ist, auf Grundlage von Fakten
zu diskutieren, weil dieses Thema sehr emotional ist, auch verständlicherweise emotional ist. Es geht um die Gesundheitsversorgung der Menschen hier in dieser Region. Und deswegen bietet sich ein solches Thema nicht für den kleinkarierten politischen Streit an. Und deswegen bin ich dem Kreisausschuss, dem Landrat, dem ersten Kreisbeigeordneten ausdrücklich dankbar, dass man versucht hat, diese Debatte in ruhiges Fahrwasser zu bekommen. Erstmal die Faktenlage abzuklären, erstmal zu schauen, wie kriegen wir es hin, eine gemeinsame Gesundheitsversorgung in diesem Landkreis zu denken. Nicht nur Frankenberg, in diesem Landkreis zu denken. Und dafür braucht es Gespräche hinter verschlossenen Türen manchmal, mit Akteuren, die nicht so ganz leicht zu bespielen sind, aber auch mit denen, die am Ende diesen Fusionsprozess auch mittragen müssen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Patientinnen und Patienten, die Ärzte. Und diese Gespräche sind doch geführt worden. Es ist doch erstmal eine gute Grundlage dafür, dass man im Dezember, hatte der Landrat, glaube ich, vorgeschlagen, dass man im Dezember auf Grundlage von Fakten auch dieses Thema diskutieren kann. Und da ist doch viel Musik im Spiel. Also gibt es die eine Abteilung hier und die andere Abteilung da, ist die Frage der Geburtsheilkunde. Das sind doch Themen, die für die Menschen sehr emotional sind. Und deswegen halte ich eine Debatte auf Faktenlage für elementar. Und am Ende muss stehen, für uns als Region, am Ende muss stehen, dass wir eine gemeinsame, gute Gesundheitsvorsorge, Versorgung im ländlichen Raum in Waldeck-Frankenberg schaffen. Da nützt auch nichts der Blick nach Berlin oder der Blick nach Wiesbaden, das Schieben von das eine aufs andere. Warum haben die da jetzt in Berlin noch nichts vorgelegt? Warum haben die 16 Jahre vorher nichts vorgelegt? Wäre denn die Retourkutsche da drauf? Aber ich finde, es bietet sich in dieser Frage nicht an. Wir müssen, glaube ich, in dieser Frage gemeinsam eine gute Lösung finden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo die ersten Verkaufsverhandlungen für dieses Krankenhaus geführt worden sind, wo schon mit den Akteuren die Liegenschaften besichtigt worden wären. Dann würden wir gar nicht, Otto Wilke war einer der Spieler, will ich mal sagen, dann würden wir gar nicht über die Frage des Krankenhauses in Frankenberg noch reden, wenn diese Dinge seinerzeit eingetroffen wären. Und deswegen bitte ich darum, lassen Sie uns das Thema in den Mittelpunkt stellen und eine gute Lösung für unseren ländlichen Raum finden. Und ich glaube, da braucht es die Geschlossenheit der Demokraten hier im Hause, dass wir gemeinsam was auf den Weg bringen für die Menschen in unserer Region. Und ich glaube, wir müssen auch, da gucke ich uns Landespolitiker an, die Daniela und die Claudia und den Armin und natürlich den Daniel und auch mich, dass wir es auch hinbekommen, einen guten Ausgleich zwischen dem ländlichen Raum und den Zentren hinzubekommen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns sehr umtreiben muss. Wie diese Gesundheitsreform nachher aussieht und wie sie umgesetzt werden muss. Und da ist es doch, wenn man mal einen Zirkel um Wiesbaden legt, da haben wir, glaube ich, ich habe mal überschlagen, glaube ich, 6 oder 7 Krankenhäuser der Maximalversorgung. Wenn man in Waldeck-Frankenberg den gleichen Zirkel ansetzt und den Zirkel zieht, da haben wir 2 Krankenhäuser. Hier in Frankenberg, in Korbach, nein, wir haben auch noch eins in Bad Wildungen. Und da müssen doch, glaube ich, die Relationen auch im Blick behalten. Da ist Maximalversorgung und hier ist Grund- und Regelversorgung. Und dass wir als ländliche Regionen dafür kämpfen müssen, dass wir in diesen ländlichen Räumen diese Grund- und Regelversorgung behalten und dass die gut ist, diese Regelversorgung. Das ist die Aufgabe, glaube ich, von Bundes- und Landespolitik in diesem Zusammenhang. Wir dürfen uns hier als ländliche Räume nicht verkaufen lassen, sondern wir müssen für unsere Gesundheitsversorgung in den ländlichen Räumen kämpfen. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich komme sofort zum Schluss, Herr Vorsitzender. Und da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und das ist etwas, was Aufgabe für die Landespolitik ist. Und da ist auch gefordert, dass gerade für ländliche Räume alleine das Bereitstellen von Versorgungen sind um und wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass wir letzter Satz, dass die Bereitstellung,
dieser Versorgung auch alimentiert und finanziert wird. Und ich glaube, da sind wir in den Debatten auf einem guten Weg. Wir unterstützen den Weg, den der Landrat und der erste Kreisbeigeordnete in dieser Frage geht. Und ich glaube, wir kommen zu einer guten Lösung, wenn wir gemeinsam arbeiten. Nächster Redner, Frau Dr. Sommer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich erst mal sagen, ich finde, bis auf wenige Beiträge war das eine sehr sachliche Debatte und vor allen Dingen auch positiv konnotiert, was einfach zeigt, wir als Kreistag stehen zu den Standorten und zur Gesundheitsversorgung in Waldheim-Frankenberg. Und deswegen finde ich schon auch wichtig, dass man das mal deutlich nach außen bringt, damit eben Gerüchte nicht kursieren. Ja, Krankenhäuser sind eine wichtige Daseinsvorsorge. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und wir sind uns auch alle einig, wir haben keine gleichwertigen Lebensverhältnisse, so auch nicht in der medizinischen Versorgung. Deswegen soll es jetzt eine Krankenhausreform geben. Und ich habe vor wenigen Wochen erst hier in unserer Stadtverordnetenversammlung gesagt, die Postleitzahl darf nicht über Teilhabe und Gesundheitschancen entscheiden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Krankenhausreform bedarfsnotwendige und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung umsetzen will. Und Bund und Länder sind da noch im kritisch-konstruktiven Prozess, möchte ich das mal nennen. Und wir warten natürlich alle gespannt, was kommt. Und in diesem Rahmen ist unsere Fusion, die wir anstreben, wichtig. Sie muss auf Augenhöhe geschehen, sie muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, Bedarf berücksichtigen, beide Standorte stärken und zukunftssicher machen und es braucht natürlich auch eine gute und verständliche Kommunikation. Und entscheidend für Fusion, ich glaube, das wissen alle, die sich damit schon mal beschäftigt haben, ist natürlich ein gutes Gesamtkonzept, das entwickelt werden muss, gemeinsame Ziele, gemeinsame Strategien, wirtschaftlich, aber auch medizinisch. Und wir haben eben das Wort Spezialisierung schon mal gehört. Auch das ist wichtig, dass man die Fachbereiche spezialisiert. Das ist sehr vorteilhaft für beide Standorte, weil einfach damit Personal entlastet werden kann, Prozesse optimiert werden können, Fallzahlen erhöht werden und die Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten damit auch verbessert wird. Das heißt, damit haben beide Standorte eine gute Chance und werden zukunftsfest gemacht. Und mir hat es sehr gut gefallen, lieber Bastian Welz, dass du gesagt hast, man muss das vom Ende her denken. Ich glaube, unsere Bürgerinnen und Bürger erwarten alle und müssen sich auch darauf verlassen können, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung hier im Landkreis haben, und zwar auf einem hohen Niveau, wohnortnah. Und deswegen möchte ich nochmal zum Schluss sagen, ich glaube, auch wenn der ein oder andere gesagt hat, warum heute die Aktuelle Stunde, ist sie dennoch sehr wichtig. Wir wissen, dass wir alle angesprochen werden, was in der Zeitung geschrieben worden ist, dass es Petitionen gab. Und ich glaube, diese Aktuelle Stunde mit dieser Tonation, die wir jetzt nach außen geben, zeigt, wir stehen zu unseren Krankenhäusern, zu den Standorten, zu einer guten Gesundheitsversorgung, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern sowie für die Bürgerinnen und Bürger wollen wir das Beste oder die bestmöglichste Versorgung. Und das heißt, dass wir immer bedarfsgerecht gucken müssen, was braucht der Landkreis, was brauchen die Menschen hier vor Ort. Und ich kann nur für alle, die sich interessieren, eine Leselektüre empfehlen. Das ist vom Deutschen Krankenhausinstitut ein Forschungsgutachten, erfolgskritische Faktoren von Krankenhausfusionen. Das ist erarbeitet worden, schon 2011 übrigens, also man beschäftigt sich schon lange damit. Und da kann man dann auch lesen, wie man Fehler, die andere gemacht haben, man besser vermeiden kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir vorangehen, keine Fehler machen für die Menschen und für uns alle hier im Landkreis eine gute Gesundheitsversorgung zukunftssicher aufstellen. Herzlichen Dank. Ich schaue nochmal in die Runde. Meine Rednerliste ist damit erschöpft. Ich stelle damit fest, dass der Antrag der FDP-Fraktion
auf Durchführung einer Aktuellen Stunde mit erfolgter Aussprache als erledigt anzusehen ist.